Das war natürlich ein super Tag für mich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für meine Kollegen und Kolleginnen bei diesen zwei Experimenten, Atlas und CMS. Und das ist ein riesiger Erfolg für sie. Ich fühle auf jeden Fall mit denen mit. Ich war ganz aufgeregt selber an dem Tag. Ich bin sofort im Internet schauen, was haben sie für eine Übertragung, was erzählen sie alles, was wissen sie schon alles, wie viel haben sie jetzt von dem Higgs. Wie sieht jetzt die Kurven aus, wo sie das eben zeigen und damit beschreiben? Und wie gut sieht man es dort schon? Und das ist wirklich eine Sensation gewesen, oder? Ja, ich habe das Lehrersemi gemacht zuerst, weil ich viel Sachen begabt war und mich jetzt wie nicht gesehen habe, dass ich mich nur extrem auf etwas spezialisiere. Und dann in der Mitte von meiner Ausbildung zur Primarlehrerin habe ich dann gemerkt, ja, Naturwissenschaften finde ich eigentlich mega spannend. Und dann hatte ich einen super Chemielehrer gehabt, der war sehr engagiert und hat mich auch gefördert und hat mir Bücher gegeben, so populärwissenschaftliche Bücher über Teilchenphysik. Die kann man so lesen, so wie ein Roman, ist eine gute Geschichte. Und dann habe ich die gelesen und dann habe ich auch noch mehr bekommen von denen und habe das auch spannend gefunden. Und dann hat er mir auch noch organisiert, dass ich an eine Studienwoche gehen darf, als CERN. Und dort, das war wirklich genial. Also dort haben mir Forscher haben mich umgeführt und haben mir ihre Arbeit erklärt und so, wirklich eine Woche lang, immer wieder bei jemand anderem. Allerdings war das, was ich eigentlich jetzt für meine Maturaprüfung lernen in den selben Wochen. Aber ich bin dann dort an die Studienwoche gegangen als CERN und habe mehr gelernt als in meinem ganzen Leben vorher. Und ja, natürlich habe ich es ein bisschen gemerkt an der Prüfung nachher, aber es war auf jeden Fall wert gewesen. Und da habe ich wirklich so gemerkt, als ich dann dort war am CERN, habe ich das Gefühl gehabt, wohl, das wäre es, wenn ich da mal arbeiten könnte. Das ist dann so mein Traum geworden. Und, ich denke, das wäre super, das würde mich wirklich interessieren. Und dann habe ich aber die Ausbildung zur Lehrerin fertig gemacht, weil ich meine, ja, man wirft nicht einfach den Bettel an, oder? Und macht noch fertig und es ist auch nicht mehr so lange gegangen. Und dann habe ich dann in Schule gegeben, weil irgendwann muss man auch ein bisschen Geld verdienen und so. Und die Eltern irgendwann finden es ja, nein, jetzt muss man selber schauen, oder? Und dann, und nachher habe ich 3 Jahre Schule gegeben und hatte auch viel Spass mit meinen Schülern gehabt. Und nachher habe ich aber wirklich gefunden, jetzt muss ich unbedingt das probieren, ob ich könnte Physik studieren und eventuell vielleicht mal meinen Traum wahr machen. Und dann bin ich dann an die Uni gegangen und habe angefangen Physik zu studieren. Und es war ja schon hart am Anfang, aber ja, ich war sehr motiviert gewesen. Auch dadurch, dass ich selber vorher die Schule gegeben habe und nicht an der Uni war. Und dann konnte ich das Studium durchziehen und ich habe extrem coole Möglichkeiten bekommen an der Universität Zürich, dass ich Bachelorarbeit habe ich schon am CERN machen konnte, allerdings nicht am Beschleuniger. Und meine Masterarbeit, nachher habe ich ein ganz tolles Projekt bekommen, das der Anfang auch zu meiner Doktorarbeit war, wo ich mithelfen durfte, einen Detektor aufzubauen, ganz verschiedene Messungen zu machen, damit man dann, dass der dann gut beraten ist. Und dann haben wir den genau als CERN transportiert, dort neu wieder aufbauen, alles in Betrieb genommen. Kann man sich vorstellen, ist nicht einfach einstecken und dann laufen, sondern ist ein bisschen komplizierter, weil es gibt ganz viele Sachen, die schief gehen können. Dann habe ich dort dabei sein, wirklich bei Aufbau in Betriebnahme und Analyse von den ersten Daten so quasi das gesamte Bild erleben können. Und das ist natürlich wahrscheinlich eine Chance, die man
in der Physik als Teil der Physik sehr selten bekommt, weil so ein Beschleuniger in dieser Phase ganz genau zu verwünschen, da muss man unheimlich Glück haben und ich habe eine super Möglichkeit bekommen, da oben wird. Einerseits war es, die Sache halt auf den Grund zu gehen und wirklich an der Forschung dabei zu sein, wo man ganz auf die allerniedrigste Ebene geht, um Sachen zu erforschen, wo nichts mehr darunter liegt quasi, und von Grund auf dann die Erklärungen finden. Das war eine Motivation. Eine andere Faszination und Motivation ist auch dabei sein, wenn man, zu können dabei sein bei so einem Experiment am CERN. Das bedeutet, dass man unter Umständen dabei ist, wenn sich unser Weltbild von der Physik grundlegend wird ändern, möglicherweise. Ist bis jetzt noch nicht ganz passiert, aber vielleicht kommt es noch. Und das ist natürlich eine ganz grosse Sache und eine ganz eine wahnsinnig spannende Sache. Und was auch sehr faszinierend war, ist, mir hat die Arbeit dort auch sehr gut gefallen, einfach weil sie sehr vielfältig war. Aufbauen, analysieren, Software schreiben für einen Detektor, das er läuft, nachher Software schreiben und benutzen, um nachher so ganz seltene Teile rauszusuchen, aus einer riesigen Anzahl von Teilen, die ganz häufig entstehen. Und zum Beispiel eben so ein Higgs-Teil, das entsteht sehr selten. Und das ist, also da muss man wirklich, sucht man Nadel im Heuhaufen, oder? Und da muss man Software schreiben, wo einem mal alles wegfiltert, oder? Und damit man dann vielleicht eben ein Higgs oder auch andere Sachen kann finden. Direkt oder indirekt glaube ich, dass es wird einen Nutzen haben irgendwann. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Das kann zum Beispiel Technologiefortschritt sein, wo man braucht, um so ein Higgs überhaupt weiter zu erforschen. Und aus dem muss können vielleicht neue Geräte entstehen, die man dann wieder für andere Sachen brauchen. Nicht nur für das Higgs zu messen, sondern vielleicht auch neue Erkenntnisse über sonstige Eingeweide oder so zu bekommen. Und dann vielleicht gibt es auch einen direkten Nutzen irgendwann einmal, dass man Eigenschaften herausfindet von dem Higgs, die man vielleicht irgendwie kann brauchen kann. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass es in eine Richtung geht, wie wo man die Synchrotronstrahlung benutzt hat bei einem Kreisbeschleuniger. Die ist einfach so entstanden, wenn man ein kleines Teil auf einem Kreisbahn beschleunigt. Und das ist eigentlich eher lästig am Anfang und ist immer noch lästig. Aber jetzt hat man das können benutzen, zum Krebs bestrahlen. Und das ist eine gewisse Art von Krebs, die sprechen sehr viel besser auf die Synchrotronstrahlung, als das man bisher hatte. Und dort ist man jetzt einen guten Schritt weitergekommen. Und das ist vielleicht nicht so, wie man am Anfang gedacht hat, dass man Teile Physik benutzen wird, aber es ist ein sehr schöner Effekt, denke ich, von so einer Grundlagenforschung. Und jetzt könnte ich etwas Vergleichbares, könnte ich mir durchaus auch mit dem Higgs dann irgendwann vorstellen.